Zu Ihnen müsste man ja sagen, meine Zeit, mein Kampen. Was fällt Ihnen denn zu Kampen ein? Zu Kampen fällt mir ein, dass ich hier seit über 30 Jahren immer wieder herkomme, obwohl ich in Morsum wohne. Und Kampen ist einfach toll. Hier trifft sich alles. Und hier im Campus gibt es doch immer wieder hochinteressante Veranstaltungen. Ich komme jeden Sommer sehr gerne dazu. Das ist ja schon beinahe ein bisschen Understatement. Sie sind ja ein bisschen auch dran schuld, dass es hier so hochrangige Veranstaltungen gibt. Welche Rolle spielt die Zeit? Gut, die Zeit weiß natürlich, dass sehr viele ihrer Leser im Sommer sich hier erholen, ausspannen. Und wir freuen uns. Und heute früher haben wir gesagt, wir machen die Zeit, die Leser sollen sie am Kiosk abholen. Heute gehen wir hin zu unseren Lesern. Und das ist natürlich ein herrliches Plätzchen hier in Kampen. Da treffen wir sehr viele. Und heute Abend haben wir nun natürlich auch noch zwei ganz fantastische Autoren. Also ich freue mich sehr auf den Abend. Wenn man die Zeit liest, braucht man ja auch so ein bisschen Zeit. Ist die Insel Sylt nach gerade das Eldorado für Zeitleser, weil sie sich an die Zeit nehmen können? Das weiß ich nicht. Es ist ja doch sehr viel Wind. Ja? Und im Wind am Strand die Zeit zu lesen, das bedarf schon einiger Geschicklichkeit. Aber ich bin sicher, dass viele dann, wenn sie zu Hause sind, aus dem Wind raus sind, dann doch sich vertiefen in das Blatt. Letztes Wort noch zu der Kooperation, die es ja schon etwas länger gibt. Was hat Sie dazu bewogen? Wie kam es denn überhaupt dazu? Kam irgendwann mal Frau Friese und sagte, wir sollten mal? Ich glaube, Frau Friese kam und sagte, wir sollten mal. Und wir fanden dann auch, wir sollten mal. Warum? Weil man hier rankommt an die Menschen, die Sylt lieben und die Zeit lieben. Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Danke sehr. Danke.